machte mich sofort auf den Weg und betete, dass ich noch Zeit hatte. Ich musste meine Position für die Zerstörung der Rakete einnehmen. Das war schon schwer genug, aber noch schlimmer war, dass nur ein voller Treibstofftank eine Explosion auslösen würde, die stark genug war, um alle Spuren des Tabuns zu verbrennen. Mir blieb nur ein kleines Zeitfenster zwischen dem Auftanken und dem Start. Jo, sieht schon mal bescheiden schön aus, der Start. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 15 von Sniper Elite V2. Hi. Hi, Robert. Ja, der Typ da oben im Senftenberg ist auch wieder mit dabei. Wir haben jetzt die Aufgabe, den V2-Start zu verhindern. Was mich ehrlich gesagt gerade wundert, haben wir nicht diese komische V2-Station letztens nicht mal in der Luft gejagt? Das war die Anlage, wo die V2s hergestellt wurden. Aber der Start, der richtige Start von den V2-Raketen, den haben wir noch nicht verhindert. Beziehungsweise die Startrampe sozusagen. Dann haben die noch ein paar gehabt. Naja, klar. Scheiß Nazis. Als ob die wirklich nur eine Anlage hatten, um die V2. Natürlich, die haben auch nur eine Rakete. Richtig, genau. Ich meine, man baut ja ein riesengroßes Gebäude mit Anlage, stellt eine Rakete her, bestellt ein paar Amis, sind wir. Amis lässt die von zwei Sniper hochnehmen und denkt sich, juhu, wir haben eine. Wir nehmen uns Zeit, wir starten jetzt das Spiel. Das ist Gamer-Logik, total. So. Also den mach ich schon mal nicht davon. Oh! Bock auf eine Runde kacken? Warte, ich komme wieder zurück. Wie auf eine Runde kacken? Oh ja, definitiv. Oh, verdammt. Ah. Achso, das Klo. Ah, ist das schön. Oh Mann, ein Bütchen, nichts Gutes. Ist jemand hier auf der anderen Seite lang? Was? Ich wurde getroffen. Warum? Ach, jetzt wisst ihr warum? Du. Ey, das gibt's doch nicht. Aua. Arsch. Ich glaube, er ist tot. Robert, ich glaube, wir sollten zusammenbleiben, so wie das hier aussieht. Ah, ich komme schon wieder zurück. Oh, verdammt, die Banane. Ich habe die MG-Nester. Ah. Oh. Ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Ich habe hier drei Gegner vor mir. Ich versuche hier ein bisschen. Ich konnte Granat aufpassen. Ja, sehr schön, ich kann dich hinter dem holen. Wiederbleiben. Komm zurück. Komm hier lang, hinten lang. Komm hier hinten lang. Hier ist er auch nicht besser. Also das war aber eigentlich nicht so gedacht, oder? Na, ich glaube nicht, nein. Sterb! Direkt zwischen die Augen. Gott, wie viele MG-Nester haben die denn hier? Verdammt, nee, muss nicht sein. Wo schießen die denn? Die MG-Nester sind oberhalb der Hügel. Ach, da ist eins. Ja. Verdammt, komm, wir ziehen uns wieder zurück. Hab ihn. Die tun uns immer wieder neue Leute dahin schicken. Ja, die werden jetzt nicht einen MG. Und Leute, Entschuldigung, wenn das jetzt gerade mal ein bisschen laut war, ich habe mich bloß gerade schon gefreut. Verständlicherweise. Ist das irgendwo? Nee. Ist nicht. So. Wie geht's hier lang? Ist doch gar nicht. Hier geht's lang. Da vorne müssen wir hin. Ja, aber die haben uns wieder entdeckt. Was für ein Zufall. Echt jetzt? Und tschüss. Und tschüss. Hätte ich doch Luft an. Nun ist gut, Leute. Wir wollen euch nicht töten. Ey, besser wäre es gewesen, wenn ich das jetzt aufgenommen hätte. Ich habe jetzt, glaube ich, bei fast jedem so eine Killcam gehabt. Na,
Killcam habe ich ja auch. Mir fehlt bloß die X-Ray-Cam im Multiplayer. Muss ich ganz offen sagen. Die haben wir nur in der ersten Folge gehabt, oder? Einmal, ja. Ich weiß nicht, nach welcher Situation die X-Ray-Cam aufnimmt. Erstmaliges Töten. Es war ja nicht mal auf der Situation gewesen. War ja auch nicht mal erstmalig oder irgendwas in der Art. Es war einfach bloß so ein großes Fragezeichen. Wenn man das in Singleplayer macht, da hat man ja fast bei jedem Schuss ein X-Ray-Cam. Ich habe auch schon mal einen Gegner in die Eier weggeschossen. Mhm. Ist ja noch irgendwo jemand? Stimmt. Geh durch die Küche. Küche. Oh, oh, oh. Nein. Ach, verdammt. Nein, nein. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ich bin jetzt nämlich oben im Kirchturm. Kirchturm. Ich versuche zu dir zu kommen. Du hast noch 50 Sekunden Zeit. Meine, so ein Mensch verblutet ja nach Zeitplan, ne? Genau, genau. Nicht irgendwie, dass das mal schneller geht oder so. Nein, 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 nein. Und je nach Verletzung, das ist auch völlig egal. Du kannst am Kopf getroffen werden. Du verblutest genau in einer Minute. Genau. Und keine Sekunde länger. Du glaubst nicht, wie voll erotisch das gerade aussah. Ich weiß. Ich weiß auch, dass du jetzt dadurch, dass du hinter mir läufst, dass du mir voll auf den Arsch schaust. Ich stehe auf Schwabbel. Ha, ha, ha. Komm. Du willst sterben, Mann. Warum hat er jetzt... Okay, Game Logic. Ich überlege gerade, warum hat er jetzt nicht die Chance genutzt? Der hat 3 Kugeln in den Nacken gekriegt. Besser gesagt, ein Schulterblatt. Der müsste eigentlich schon innerhalb dieser 60 Sekunden sein. Warum ruft der nicht um Hilfe? Weil es so ist. Da lang? Da. Hier lang. Folgen mich. Ich wäre andersrum lang gegangen. Dann geh doch andersrum lang. Aber da kommt höchstwahrscheinlich dann wieder diese Nachricht, dass wir halt... Oh, da ist noch einer, da ist einer, da ist einer. Willst du? Leben. Okay, ich... Hier extra mal rangehen. Dreht die Sau sich in dem Moment weg? Das muss ich dir da mal zeigen. Der Blutfleck war einfach mal so 5 cm gefühlt daneben. Da kommt noch einer. Danke. Ich war gerade beim Nachladen. Rechts kommt einer, von rechts kommt einer. Ich habe gerade von rechts was gehört. Das glaube ich, dass der noch jemand. Echt jetzt? Also, der hat einen guten Kopf, der hat richtig einen Dickschädel. Ich habe den gerade mit einem Scharfschützengewehr verfehlt. Ich gehe mal hier unten lang. Oh ne, ich komme mit dem mit, okay. Interessant. Radio! Wir könnten nicht hören. Herzlich willkommen bei Radio PSR im Zweiten Weltkrieg. Wir haben wunderschönes bewölktes Wetter. Es blitzt und donnert. Die Russen kommen zu uns. Es ist einfach nur fantastisches Schießwetter. Der Wind ist flach. Die Kugeln fliegen gerade. An alle lieben Kämpfer da draußen. Wir wünschen euch viel Glück. Wir sind bei euch. Und jetzt ein Lied für die Beruhigung. Summer of 69! Summer of 69, genau. Warte mal, warte mal, warte mal. Ist hier jemand? Nee, noch nicht. Ich hol mal die Bayrot raus. Was zur Hölle? Wir müssen Schiffsniper. Komm her, du Arsch. Meiner! Verdammt! 183,1 Meter. Herzlichen Glückwunsch. Ich will ja nicht lachen, aber. Aha. Guck mal, da drüben ist eine schöne Stelle für eine Flasche, genau. Als ob da drüben wirklich eine Flasche ist. Wie die Kugel einschlägt, es ein paar Sekunden dauert und dann. Blub! Das ist völlige Flaschenzerschießlogik. Ja. Das ist so, durch die Geschwindigkeit der Kugel dauert es eine Weile, bis die Flasche das registriert hat, dass sie zersplittern muss. Und sich dann denkt,
Scheiße, ich wurde ja erledigt und dann stirbt sie. Genau. Lass mich raten, auf Spieler warten. Ja. Sofern er wurde. Wurde ich jetzt erledigt? Warte mal, muss ich nicht noch schreien? Okay, nee, ich mach einfach. Warte mal, ich habe so eine Flasche im Körper. Nee, die Flasche. Ich habe so eine Kugel im Körper. Ich, muss das sein? Oh, ich bin tot. Stehe ich im Weg? Ja, schon die ganze Zeit. Herzlich willkommen bei Gleis 3 Viertel. Nein, das ist keine Anlehnung zu Harry Potter. Wir haben ein bisschen Zugverspätung. Ein bisschen. Wir haben kleine Probleme mit den Gleisen. Ja, technische Probleme. Bitte haben Sie Geduld, Ihr Zug verspätet sich nur minimal. Um Koffer? Mehrere Koffer. Jahre. Oh, warte mal, das ist so irgendwie creepy. Hier ist eine Puppe. Guck mal hier. Eine Puppe. Oh Mann. Naja, passiert. Da ist einer, da ist einer. Ich nehme den hinteren, du den vorderen. Hey. Ich gehe von der Tür rein. Dann nehme ich den hinteren. Warte. Ist hier noch ein Gegner drin? Nee, nur noch zwei. Dann nehme ich den Typ hier mit dem Messer. Eins, zwei, drei. Yeah. So wird's gemacht, Mann. That's right, aha, aha, I like it, aha, aha. Oh, ist das ein schönes Feld. Rechts ist ein Sniper. Auf dem Boden sind zwei. Ich weiß, und deswegen will ich auch ganz oben hin. In das Büro. Das ist eigentlich ein Ohrwurm. That's right, aha, aha, I like it, aha. Kennt das. Und, wisst ihr was? Bei der Flasche, als sie von der Kugel getroffen wurde, da hat die Flasche bestimmt sich die ganze Zeit gedacht, Ken touched es. Nicht gut. Okay. Warte mal, warte mal, warte mal, bevor du schießt, bevor die uns entdecken, werde ich erstmal ein paar Stolperminen legen. Ja, siehst du, ich hab auch neue, ne? Nicht, dass die hier noch auf doofe Ideen kommen. Ich hab extra... Wie wollen wir nochmal wechseln? Mit Z. Z? Und FA positionieren, ne? Genau. Na, Stellenstielgranate, F1-Granate. Landmine habe ich noch. Ach, weißt du was? Die Landmine lege ich einfach auch hier unten hin. Ich habe noch zwei Stolperminen und vier Landminen. Landminen. Dich hat jemand entdeckt. Ja, hier war einer. Direkt vor mir. Feuer frei. Ja, mach ruhig. Noch nicht fertig. So, jetzt. Ja. Hier muss irgendwo. Doch, leck mich doch am Arsch. Ich erwischt. Wie? Wir müssen sicheren Gebilde. Wir müssen irgendwie versuchen. Ich weiß, die V2 ist aufhalten, naja. Jetzt muss doch hier irgendwo. Ich guck auch gerade, wo das Ding ist. Müssen wir drauf schießen, warte mal. Denn während die Position. Während die Rakete aufgetankt wird. Wir müssen uns erstmal verteidigen. Mann, den wollte ich gerade erledigen. Komm her. Ich hatte gerade die perfekte Sicht. Wand kombiniert mit Sniper. Besser geht's nicht. Müssen wir jetzt echt warten, bis das Ding aufgerichtet wird? Ja, das noch.
Können wir nicht einfach hier irgendwie ein Seil abschießen? Apropos Seil. So viel Zeit muss sein. Oh, ich muss das. Ich muss kaputt gehen. Ja. So. Drüben ist noch einer. Da hinten ist noch einer. Guck mal, ganz auf der rechten Seite von da rechts ballern wir auch die ganze Zeit. Ach, du bist rechts. Martin. Von der rechten Seite habe ich gesagt, schießen sie. Ja. Ich bin bloß am überlegen, wer glaube ich gerade an beide Seiten versucht abzudecken. Was passiert eigentlich, wenn man durch den Gasbehälter schießt? Schieß doch einfach mal. Nichts. Nichts. Auch. Oh, perfekt drauf gezielt. Schon vor vorne rein. Eine Sache interessiert mich jetzt nur. Was denn? In dem Moment, wo ich mit der Sniper auf die Öffnung des Dingens geschossen habe, wo der Schlauch dran ist, genau in dem Moment ist der Schlauch abgegangen. Das musste auch so, glaube ich, gemacht werden. Ich weiß es nicht. Ist auch egal, wir haben es geschafft, oder? Richtig, sogar pünktlich. Hm, super. So plus minus eine Minute. Plus 2. Egal. 80%ige Genauigkeit. Nicht schlecht. Das war die Folge Nummer 15. Wir haben den Start der V2-Rakete, die uns in diesem komischen Bau-Silo-Dingens-Bummens, nennen wir es mal Lego-Fabrik für Nazis, entkommen ist. Mission erfolgreich abgeschlossen, Folge erfolgreich abgeschlossen, ohne einmal zu sterben. Das muss man ja auch. Mist, ich bin einmal drauf. Zweimal drauf. Du bist nicht gestorben, du warst am Verbluten. Dreimal so. Ja, aber du bist nicht gestorben. Halbwind. Nehmen wir es mal so, Pattsituation. Einigen wir uns auf Unentschieden. genau. Und auf alle Fälle, ganz große Frage am Ende wieder. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, liked es, teilt es, kommentiert es. Hauptsache, wir bitten euch wirklich drum und das machen wir jetzt wirklich akribisch, nicht um euch zu nerven, sondern auf der Basis, wir wollen größer werden, wir wollen wachsen, wir wollen bekannter werden. Und nur mit Mundpropaganda werden wir das auch nur schaffen. Jetzt mal so ganz nebenbei, du hast gerade gesagt, jetzt noch eine Frage. Was ist denn die Frage dann, bitteschön? Das ist die Frage. Was ist die Frage? Damit schicken wir euch. Bitte. Wir sind doch ganz lieb und nett. Nein. Mit der Frage, was die Frage ist, schicken wir euch in den Feierabend. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen, wie gesagt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.